Ja, gerade haben wir ihn noch auf der Bühne gesehen. Jetzt ist er schon bei uns zu Gast, sitzt neben mir auf dem Sofa, Malte Küppers, Poetry Slammer. Herzlich willkommen, Malte. Hi, schön hier zu sein. Jetzt haben wir gerade einen kurzen Einblick bekommen in zwei deiner Auftritte und es wird zwischenzeitlich auch sehr persönlich. Also du erzählst Situationen aus deinem eigenen Leben. Wie ist es quasi vor fremden Leuten so persönlich zu werden? Also es sieht so aus, als wenn es dir das absolut leicht fallen würde. Ja, es war am Anfang eine große Überwindung, aber mittlerweile, ich überspitze ja auch viel und mir ist es dann auch mal wichtig klarzumachen, dass es nicht zu 100% ich bin, sondern auch schon eine Bühnenfigur, die da auf der Bühne steht. Und das macht es dann natürlich noch mal leichter. Und ja, dementsprechend nehme ich einfach das, was mir so im Alltag auffällt und versuche das dann irgendwie fürs Publikum interessant und gut zu verpacken, dass ich es eben auf die Bühne bringen kann. Du machst es schon relativ lange, 4 Jahre und es läuft ziemlich gut bei dir. Machst du eigentlich auch schon hauptberuflich Poetry, als Poetry Slammer bist du unterwegs auf den unterschiedlichsten Bühnen. Wie bist du zu Poetry Slam gekommen überhaupt? Ja, im Endeffekt war es so, ich habe das sehr, sehr lange verfolgt, das Format schon, also seit 2007 oder sowas habe ich das immer wieder geschaut und dann hatte immer Interesse dran, aber es hat dann im Endeffekt war es nötig, dass eine Freundin von mir irgendwann mal gesagt hat, ja, ich melde dich jetzt einfach mal irgendwo an. Und dann hatte ich meinen ersten Auftritt im Anfang 2016 hier noch im DJs in Duisburg. Ja, und dann lief es eigentlich sehr gut. Dann kamen mehr Auftritte dazu. Ich habe dann angefangen, hier in Duisburg auch einen eigenen Poetry Slam in der Krümelküche zu veranstalten. Und dann hat sich das Ganze so entwickelt, dass ich das jetzt auch als sehr sicheren Nebenjob einfach führen kann. Ich finde es ja wirklich immer bewundernswert, wenn da wirklich Leute auf der Bühne stehen und quasi mit gesprochenen Wörtern so viel vermitteln können. Also ich glaube, ich könnte das nicht. Ist Poetry Slam etwas, was man üben kann oder braucht man dafür einfach Talent? Man kann das auf jeden Fall üben und man kann da auch sehr viel trainieren und man wird mit der Zeit auch besser. Es gibt auch viele Workshop-Angebote. Ich selber mache Workshops an Schulen und so weiter. Wortlaut Ruhr, die den Poetry Slam im Grammatikhof veranstalten, bieten Workshops an und Schreibtischangebote, wo man einfach offen hingehen kann, sich Feedback zu eigenen Sachen einholen kann. Und so hilft man sich halt gegenseitig und versucht auch so, sich gegenseitig einfach ja ein bisschen zu verbessern einfach. Mhm. Genau. Und dadurch lernt man mit der Zeit einfach und der Rest ist Erfahrung. Also da kommt dann auch sehr viel neues Können hinzu, wenn man einfach mehrmals auf der Bühne steht und merkt, wie reagiert das Publikum, was muss ich machen, damit das Publikum wie reagiert. Und dementsprechend gehört das natürlich auch dazu. Ja, glaube ich. Jetzt steht man in der Regel ja wirklich nur ein paar Minuten auf der Bühne. Ist vielleicht erstmal nicht viel, aber trotzdem glaube ich, dass da wahnsinnig viel Vorbereitung hintersteckt. Wie bereitest du dich auf so einen Bühnenauftritt vor und wie viel Zeit nimmt das in Anspruch bei dir? Es kommt drauf an, wenn ich jetzt einfach nur einen Text vortragen möchte, dann ist das je nachdem. Also zum einen habe ich ja einen großen Fundus an Texten. Ich schreibe jetzt nicht für jede Veranstaltung was Neues. Mhm. Aber wenn ich was Neues schreibe, dann kann es sein, dass ich entweder nach einer Stunde schon fertig bin oder dass ich halt auch mal sehr lange einfach daran arbeiten muss, je nachdem, welches Thema das ist. Anders ist es, wenn ich irgendeine Veranstaltung moderiere. Auch da gibt es Unterschiede. Wenn ich für irgendwas gebucht werde, dann bereite ich mich schon sehr lange darauf vor. Wenn ich jetzt selber meinen Poetry Slam moderiere, dann bin ich da mittlerweile auch schon versiert genug, dass ich das sozusagen aus dem FF einfach aus dem Stegreif machen kann. Trotzdem muss ich fragen, größte Herausforderung für dich, wenn du auf der Bühne stehst und deine Texte präsentierst? Ja, wenn ich relativ schnell merke, dass es dem Publikum nicht gefällt, so, dann weiß ich, okay, die nächsten 5 Minuten werden jetzt wirklich Arbeit. Dann versuche ich halt irgendwie noch da den Bogen zu kriegen, die Leute vielleicht doch noch mal zu kriegen. Aber das sind dann die Momente, wo ich dann schon merke, okay, das wird jetzt schwierig. Ja, das Publikum spielt eben auch eine wichtige Rolle beim Poetry Slam. Ist es manchmal schwierig, das Publikum zu kriegen oder ist es relativ einfach? Ja, es kommt drauf an. Das ist ja auch was Schönes am Poetry Slam, dass sowohl die Größe des Publikums sehr unterschiedlich ist. Es gibt Veranstaltungen, die vor 20, 30 Leuten stattfinden. Es gibt Veranstaltungen, die vor ein paar tausend Leuten stattfinden. Und das zum einen hat immer einen großen Einfluss darauf, aber eben natürlich auch, wie das Publikum sich zusammensetzt. Und dementsprechend ist es immer wieder was Neues und immer wieder was Spannendes zu schauen, wie funktioniere ich auf dieser Bühne, kriege ich das Publikum hier oder finden die mich vielleicht auch richtig, richtig miserabel. Kann auch passieren, ne? Kann immer passieren, ist das schon mal passiert, oder? Ja, absolut, natürlich. Weil man natürlich auch, also ich versuche natürlich auch,
ein bisschen manchmal das Publikum so ein bisschen vom Kopf zu stoßen. Probiere auch manchmal einfach ein paar Sprüche und Witze aus. Und da passiert es mir auch teilweise in meinen eigenen Veranstaltungen, die ich moderiere, dass ich danach einfach nur mit großen Augen angeschaut werde und ich merke, okay, das fand jetzt niemand witzig, nur ich. So. Ja. Jetzt ist Poetry Slam ja eine Art Wettbewerb, wo Poeten gegeneinander antreten. Will man am Ende dann auch unbedingt gewinnen oder ist man einfach nur dabei, um Spaß zu haben und sich vielleicht auch mal auszuprobieren? Eher Zweiteres. Also klar freut man sich, wenn man einen Abend gewinnt, weil es ja zeigt, okay, das hat dem Publikum gefallen, was ich so mache. Aber im Endeffekt ist es eher, weil man was mitzuteilen hat, weil man vielleicht Menschen auch einfach unterhalten will auf eine ganz einfache Art und Weise. Und weil man einfach eben diese Zeit auf der Bühne genießen will. Das Schöne ist, dass man beim Poetry Slam eine sehr schöne Zeit auf der Bühne haben kann und danach geht man einfach wieder runter und die Sache ist abgehakt und man hat dann einfach noch einen guten Restabend. Und das ist an sich allein schon eine sehr schöne Sache. Poetry Slam, ist das eigentlich was in der Duisburger Kulturszene etabliert ist oder gibt es immer noch Leute, die dich schief angucken, wenn die den Begriff Poetry Slam hören? Es gibt ein paar Leute, denen ist immer sehr wichtig zu sagen, finde ich super, was du machst, aber Poetry Slam mag ich eigentlich überhaupt nicht. Das passiert schon. Aber an sich ist Poetry Slam in Duisburg schon eine gute Sache. Also seit 2004, 2005 gibt es Poetry Slam in Duisburg, zuerst im ehemaligen 100-Meister. Dann ist es 2013 von Wortlaut Ruhr ins DJs gegangen und ist dann jetzt wieder im ehemaligen 100-Meister im Grammatikhof gelandet. Das passiert jeden Monat. Ich habe in der Krümelküche den Krümel-Slam, der jeden Monat stattfindet, seit 2016 auch. Und dementsprechend gibt es zwei regelmäßige Veranstaltungen, die Menschen hier immer jeden Monat besuchen können und das auch tun. Die sind beide eigentlich immer sehr gut besucht. Aber was mir auffällt, ist natürlich, dass es noch sehr wenig Menschen in Duisburg gibt, die selber aktiv Poetry Slam machen. Mhm. Da freue ich mich immer sehr über neue Gesichter. Also wenn irgendjemand jetzt sich denkt, da möchte ich mal mitmachen. Es gibt kein Hindernis, was dem im Weg stehen sollte. Man muss einfach nur Bescheid sagen, ich würde gerne mitmachen und dann klappt es auch. Hört sich sehr gut an. Wer das Ganze jetzt mal vom Publikum aus betrachten möchte, der kann das schon morgen tun. Mhm. Es gibt eine Poetry Slam Veranstaltung im Grammatikhof. Ich glaube, 20 Uhr geht's los. Was steht auf dem Programm? Ja, es wird der Poetry Slam Grammatikhof so ablaufen, dass dort Poeten und Poetinnen aus dem gesamten Land halt antreten, also weit angereiste Tourpoeten und Poetinnen treten gegen lokale Künstler und Künstlerinnen an. Zum Beispiel wird da sein Friedrich Herrmann, der amtierende deutschsprachige Meister, der sich jetzt vor einem Monat in Berlin den Titel geholt hat. Es werden da sein Jule Weber und Yannick Steinkellner, auch zwei sehr großartige Poeten und Poetinnen, die im Finale der Teammeisterschaften standen vor einem Monat. Und von daher ist es ein sehr hochwertiges, qualitativ großartiges Line-up, was man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Glaube ich sofort. Tickets muss man sich vorab kaufen wahrscheinlich. Kann man entweder Eventim schauen, aber am besten da einfach mal bei Facebook nach der Veranstaltung Poetry Slam Duisburg schauen oder auf der Seite von Wortlaut Ruhr, da findet man alle nötigen Informationen. Aber Abendkasse wird es auch geben. Nur da empfehle ich dann immer ein bisschen frühzeitig da zu sein, weil natürlich auch viele Leute sich den Abend anschauen wollen. Ja, Malte, dann kann ich dir nur viel Spaß für morgen wünschen, viel Erfolg für die Veranstaltung, für den Poetry Slam und bedanke mich bei dir, dass du heute bei uns warst. Dankeschön. Vielen Dank.